Wir kommen zum Hinterrad. Man sieht, dass das Fahrrad aufgebockt ist auf einen Hocker und es ist hier hinten noch mit einer Schraubzwinge festgeklemmt, damit es halt bei den schnellen Pedalbewegungen nicht so schnell umkippt. Ich zeige noch eine Bogentechnik für das Hinterrad, die auf beiden Rädern funktioniert. Man kann halt die Speiche verkürzen und dadurch verschiedene Obertöne kriegen. Dann eine Technik speziell fürs Hinterrad. Man steckt einen Finger zwischen Bogenholz und Bogenhaar, drückt es ein bisschen raus, drückt es an die Speichen. Ganz wichtig, dass man das in dieser Position spielt, denn nur wenn die rechte Hand beim Hinterrad ist, können die Finger nicht in die Speichen geraten. Man muss halt die Finger immer in Laufrichtung halten, des Rades. Man kann nun viele Sachen auf das Profil halten. Wichtig ist, wie das Profil überhaupt gebaut ist. Mountainbikes funktionieren nicht. Rennräder funktionieren auch nicht. Ein schönes Profil ist eins, was auch so eine feine Rippung noch hat an der Seite, sodass man zwei verschiedene Reibeflächen hat. Das ist die grobe. Das ist die feine. Sehr gut funktionieren Kassettendeckel. Eine andere Art ist, einen Dübelholz zu nehmen und eine Styropor-Halbkugel zu benutzen, um einen externen Resonator zu haben. Man kann auch selbstklingende Dinge ans Profil halten. Was eine sehr gute
Einhandwirbel spielen mit einem Stäbchen, das man in die Speichen hält. Man kann das Fahrrad auch zur Drehleier machen, indem man eine Gitarre gegen das Profil hält. Zum Schluss ein Birimbau, welches auf die Pauke gelegt wird. Thank you.